Ein lauter Knall, sie schreckt auf, ihre Haut bedeckt mit Rauputz und Staub, sieht sie ihn angsterfüllt an. Hört dann die Kinder schreien, fällt ihm in die Arme und beginnt zu weinen. Sie beginnt zu weinen. Gerade nochmal so, die Nacht überlebt, stehen sie nun vor den Trümmern ihres alten Lebens. Mit dem Gewissen, nichts zu verlieren, nimmt sich die vier bei der Hand und verlassen gemeinsam ihr Land der Angst. Mit dem letzten Geld besteigen sie dann ein Boot, das vor lauter Menschen beinahe zu platzen droht. Und so treiben sie orientierungslos auf hoher See, stets in Hoffnung, irgendwann das Ufer zu sehen. Beinahe scheint es geschafft, doch dann kommt diese Nacht, dieser Lärm, dieser Krach, diese riesige Welle, die sie verschluckt mit nur einem Haps. Die sie verschluckt mit nur einem Haps. Vor kilometerlangen Zäunen türmen sich Träume und zerplatzen am stacheligen Draht. Und keiner auf der anderen Seite mehr, der fragt. Und als sie nach endlosen Tagen des Wartens endlich das Ufer erreichen, hofft er auf ein Zeichen von ihr. So rennt er Stunde um Stunde am Strand entlang und findet dort schließlich zwischen den letzten Fetzen des Lebens im nassen Sand ihren leblosen Körper. Doch kaum Zeit bleibt für die Trauer, fürchtet er doch, dass sie wahr ist, diese Bedrohung durch die Mauer. Und so laufen sie viele Kilometer am Tag, stets von Hunger und Sorge geplagt. Werden mal hier und mal dort registriert, wie eine Ware durchs Land transportiert. Dann endlich, das Ende scheint nah, dort am Horizont schon die Grenze erkennbar. Doch was sie dann sehen, nimmt ihnen den Atem. Es nimmt ihnen den Atem. Vor kilometerlangen Zäunen türmen sich Träume und zerplatzen am stacheligen Draht. Und keiner auf der anderen Seite mehr, der fragt: Wollen wir wirklich unser Leben in die Hände der Angst legen und denen das Wort überlassen? Die Zäune errichten und Menschen ablehnen, die sich nach Rettung sehnen. Wollen wir wirklich unser Leben in die Hände der Angst legen und denen das Wort überlassen, die bereit sind, das Leben von Menschen zu nehmen? Die bereit sind, das Leben von Menschen zu nehmen. Wollen wir das wirklich? Wollen wir das denn wirklich? Allah, ya Allah, erhamna. Allah, ya Allah, erhamna, ya Rabb.